viele Tonnen sind das überhaupt immer gewesen? 15 Tonnen, okay. Dann würde ich mal sagen, ab dafür, ab zur Fähre. Also wie gesagt, nur ein paar Mods aktualisiert von Jazzycat. Fast alle, aber nicht ganz alle. Und eigentlich sollte hier... noch irgendein anderer Mod drin sein. Fragt mich jetzt aber nicht, welcher das war. Ne, LKW-Mod. War das ein Scania? Nee. Oder? Ich meine, das war ein alter Scania, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine, ich wollte einen alten Scania hier reinpacken. Der ist leider nicht drin ist. Aber das ist ja nicht so wild, das heißt, da kann ja immer noch später reinkommen. Denn ich aktualisiere es ja immer wieder. Also vor jeder Aufnahme. Vor jedem Stream und jeder Aufnahme werde ich immer gucken, ob es da neue Mods gibt, die man reinpacken könnte. Wir halten uns noch relativ viel in Dänemark, bzw. in Skandinavien allgemein auf, aus. Aber das wird sich spätestens dann ändern, wenn wir dann einen eigenen LKW haben. Aber das kann auch ein bisschen dauern. Vielen Dank für den Follow, Sisi. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Willkommen im Rudel und natürlich wie immer. Eieieiei, verpasst man deswegen halt die Auswahl. Aber das ist ja halb so wild, denn das kann passieren. Ja. Ja, runterschalten ist garantiert eine gute Idee, um schneller zu werden. Irgendwo irgendwas hier bei mir eingestellt, dass es so leise ist, oder? Ich bin verwirrt. Komisch. Also irgendwas ist hier anders. Oder sind meine Ohren besser geworden wieder? Warum brauchen wir wahrscheinlich nochmal ungefähr 70.000 von den ersten eigenen LKW? Wo sind wir jetzt gerade? Folge 13, glaube ich, ne? Mal schauen, vielleicht kriegen wir noch bessere Aufträge als nur hier 6.800, obwohl es ja auch schon einiges ist. Aber so 10.000 Aufträge sind natürlich schon gut, um schneller voranzukommen. Wahrscheinlich sind wir nach der nächsten Tour sind wir wahrscheinlich so ein neues Level höher. Jetzt bestimmt auch schneller. Eieieiei, was machen die denn da? Haben die gerade Fotos gemacht? Wir gehen jetzt erstmal nach Dänemark. Fast ein bisschen so aus, als ob die Cops nicht genügend, ob das die ein defektes Licht hätten.
Aber wahrscheinlich sah es nur so aus. Das wäre auch wirklich so ein Next Level. Falls die Macher von SCS Software. SCS Software, Quatsch. Falls die Macher von ETS 2 und American Dragon Simulator und so weiter, falls sie wirklich mal sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie ein. Und deren Ziel ist ja. Oder deren größtes Ziel ist ja wirklich, ein World Truck Simulator zu machen. Die Frage ist, wollen die so gesehen ATS und ETS 2 verbinden? Oder wollen die dann wirklich ein komplett eigenes Spiel so gesehen rausbringen? Wäre natürlich cool, also was heißt cool, wäre schön, so von wegen Next Level Trucking, wenn man dann auch so, naja, solche mechanischen und hydraulischen Fehler mit einbaut. Naja, mal schauen. Aber bei denen in der Entwicklungsküche, da sprudeln ja die Ideen sowieso nur so über. Wird ja auch bald für American Truck Simulator auch eigene Okay. Es kam mir gerade so vor, als ob man schon wieder abgespielt wurde. Das Lied aber gut. Aber alle wiederholen das einfach mal etwas. Das. Dass man halt auch wirklich Lichteffekt hat oder was auch immer. Motorschaden gibt es ja schon. Ja, mal schauen. Mal schauen, was dann noch so die nächsten. Wo war ich? Ach ja, ich glaube, ich war noch gar nicht fertig. Für American Truck Simulator soll es ja eigene Spezialaufträge geben. Also nicht Spezialaufträge, sondern Schwerlastaufträge. Auch vielleicht warten soll. Das ist damals ein bisschen zu doof. Wenn man wahrscheinlich unschwer erkennen konnte. Das wird spannend. Das wird interessant in ATS. Spezialaufträge. Es gibt aber jetzt sogar schon Schwerlastaufträge, aber jetzt sogar schon schwere Aufträge mit über 100.000, knapp 120.000 Pfund. Oder in Amerika ist sowieso alles größer und so weiter. Also da müssen sie schon ordentlich. Da müssen sie schon was Großes rausbringen, dass es Sinn macht. Also so, dass man da wirklich so ein. So einen überdimensional großen, ach, ich weiß nicht, Muldenkipper, also, ist nicht diese Kippdings da, die wir hatten da bei American Truck Simulator, sondern wirklich halt so, ja, den Muldenkipper selber, so, dass man halt wirklich so überbreitet hat, dass man jetzt hier gerade so raufpasst, in Anführungszeichen. Also hier wir so gesehen beide Spuren jetzt für uns beanspruchen und so noch ein Teil des Seitenstreifens. Aber mal gucken, die wissen schon, was sie machen. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also ich hab's nicht so mit Bremsen heute, habe ich das Gefühl.
Oder war es ein alter Volvo? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Immer unterschiedlich laut die Songs, ne? Das ist so ein großes Problem. Ich glaube, ich muss mich dann mal irgendwann mal, wenn ich wirklich gerade nichts zu tun habe, dass ich mich dann da hinsetze und alle Songs auf dasselbe Lautstärke klatsche. Das wäre zumindest mal vernünftig. Da habe ich jetzt immer noch ein paar leise Songs und ein paar laute Songs mit drin. Sehen die Fähre naht. Ich muss mich langsam echt wieder so ans Bremsen gewöhnen, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht warum. Normalerweise soll das ja jetzt hier einfacher sein als bei ATS. Ist auch. Wir können auf der linken Seite bleiben, wir müssen eigentlich links abbiegen. Glaube ich gerade echt wirklich gar kein Truck-Mod hier drin. Wäre ja schon schön, wenn ich das ändere, bevor wir einen eigenen haben. Das war uns dann so gesehen so einen besonderen holen können und keinen standardmäßigen. Nicht, dass die standardmäßigen schlecht sind, aber wenn die Möglichkeit besteht, dann kann man doch lieber darauf zurückgreifen. Halt.
Jedes Mal dasselbe. Aber das sind wir von der KI nicht anders gewohnt. Ab nach Friedrichshafen. Weiter haben wir es nicht mehr nach Rheinburg. Und dann haben wir das Leben rennt auch runter. Im Trailer. Schön, dass auch hier am Hafen Goodies sind. So mit Ampel. Oh, natürlich, jetzt wird so rot. Das war ja so was von klar. Wundert mich nicht. Heute haben wir echt das Glück auf unserer Seite, was die roten Ampeln betrifft. Oh, mit Feuerwehr, toll. Schon mal Feuerwehr gesehen. Oh, nur als wagenmäßig. Ich könnte mich sowieso nicht daran erinnern. Temporat angemacht, aber scheinbar nicht. Scheinbar habe ich ihn wieder ausgemacht. Dabei funktioniert Tempomat genauso wie in. Ja, das sind ja keine Songs. Oder? Nee, gar nicht. Ich bin verwirrt. Auf die E45. Hallo Melvin. Also die kleinen Tandems, die sind ja doch schon. Macht auch noch schon ein bisschen, noch ein bisschen von den Flairs zusammen. Was für ein Deutsch. Und dann sind wir auch schon fast in der Aalborg. Es ging ja ratzfatz.
setzen, so, dann sind wir es echt warm hier. Aber natürlich auch da, weil die Sonne wieder rauskommt. Merkt man, man braucht nicht mal Sommer, um es warm zu haben. Mit Sonne. Im Sommer bin ich es ja gewohnt, aber im Winter. Wie das mit dem Sound ist. Also das ist mir echt schleier, warum das so merkwürdig für mich ist gerade. Nächstes raus müssen, können wir erstmal hinter dem Meer bleiben. Hinter dem LKW bleiben. So. Also mal fährt er unter 85, jetzt fährt er etwa 85. Aber schneller als 85 muss man jetzt nicht unbedingt verstehen. Dann haben wir gleich knapp 50.000. So, was heißt knapp? Sogar 51.000. Da haben wir 12.000. Ach stimmt, wir hatten, sind ja mit 12.000 irgendwie miese. Was ist miese? Wir wurden ja mal zurückgesetzt auf 6.000, weil Tandem und so weiter, was nicht funktioniert, weil es einfach blöd aussah. Was im Grunde genommen aber auch möglich ist, aber ich fand es halt optisch nicht so schön. Wäre ja so gesehen eine Schwerteüberführung gewesen, aber fand ich jetzt nicht so schön anzusehen, deswegen habe ich es rausgenommen und musste, habe dann auch einen Auftrag da freiwillig abgetragen. Ja, ich spiele auch Multiplayer. Lange nicht mehr gemacht, aber habe ich wieder vor zu machen. Das ist echt richtig lange her. Ich glaube, das letzte Mal. Letztes Jahr Dezember, glaube ich. Durch diese Delivery-Dinger da. Nee, das ist. Ach, hier. Die MHA Pro Map und die Rust Map. Also von MS Heavy Alex der Europa Map und dann halt die Russland Map. Allerdings dann die Rust Map, da gibt es auch ziemlich viele. Ah, okay, sparsame Fahrweise.